Privathaushalte horten in diesen Tagen Toilettenpapier, Banken horten Dollar. Und genauso wie jetzt bei Toilettenpapier die Regale im Supermarkt teilweise leer sind, kam es in den letzten Tagen zu massiven Knappheiten am Dollarmarkt. Das ist für die amerikanischen Banken jetzt nicht so sehr ein Problem, die dann auch die dortigen Unternehmen unterstützen können, weil die können einfach zu ihrer Zentralbank gehen, die kann ja Dollar, und das macht sie auch, in unbegrenztem Maße zur Verfügung stellen. Darüber ist ja auch berichtet worden, dass die amerikanische Zentralbank das gerade intensiv tut. Was aber machen europäische Banken? Die europäische Zentralbank kann nicht einfach Dollar drucken oder ausleihen, sie kann das nur in Euro machen. Und deswegen findet jetzt gerade eine sehr spannende Kooperation zwischen den Zentralbanken statt. Die amerikanische Notenbank sorgt dafür über Swap-Geschäfte, dass die Notenbanken in anderen Ländern, also auch die Europäische Zentralbank, jetzt Dollar von ihr bekommt, sodass auch die europäischen Banken Dollarliquidität ausreichend haben und die Dollarliquidität, die für den Weltmarkt, für den Welthandel insgesamt extrem wichtig ist, ausreichend zur Verfügung gestellt wird. 2008 hat das schon mal so stattgefunden. Interessanterweise hat damals die amerikanische Notenbank das geheim gehalten. Diese Zusammenarbeit ist erst später über den Kongress und Journalistenanfragen rausgekommen. Dieses Mal wissen wir von diesem wichtigen Instrument. Trotzdem findet es in der öffentlichen Berichterstattung wenig Berücksichtigung. Ich finde aber, wir sollten es wertschätzen in Zeiten, wo im Weißen Haus Donald Trump überhaupt nicht auf internationale Kooperation setzt, dass die Zentralbank der USA das nach wie vor tut. Es ist eine extrem wichtige Krisenmaßnahme und wir sollten dankbar sein, dass die Notenbanken da ihren Job gut tun.